Heute gibt es einen richtig frechen News-Tipp. Ich könnte mir vorstellen, dass das über kurz oder lang gepatcht wird, tatsächlich. Aber du kannst die ultimative Fähigkeit von Fuse extrem groß erweitern. Es gab damals schon mal einen Trick. Ich glaube, das könnte sogar noch funktionieren. Er ist aber in der Realität oder im Eifer des Gefechts eher schwierig umzusetzen. Du kannst die Ulti deutlich vergrößern, sodass du einen größeren Wirkungsbereich hast, in dem du Gegner tracken kannst. Du hast eine Granate nach oben geschmissen und wenn das Timing gepasst hat, konntest du deine Ulti auf diese Granate zielen, abfeuern und hast so einen mega großen Feuerring. Wenn ich jetzt hier die Ulti einfach mal aktiviere, seht ihr, okay, der Feuerring ist ungefähr so groß und größer wird der normalerweise auch nicht. Ich könnte jetzt theoretisch den Jump Tower anvisieren. Einen Jump Tower hast du aber nicht immer da. Also nehmen wir den Evac Tower. Einen Evac Tower finden wir immer mal. Den platzieren wir hier und schaut einfach mal, was passiert. Weil es gibt ja auch Maps, wo der entweder Jump Tower gar keine gibt. Also es gibt keine Jump Tower, hallo Deutsch. Oder sie sind wenig gesät. So, und jetzt schaut euch mal an. Ich visiere hier das Teil an. Zack. Und jetzt schaut euch mal an, wie riesig dieser Ring ist. Das ist natürlich jetzt kein kompletter Ring. Aber jeder Gegner, der sich jetzt in diesem inneren Kreis befindet, wird getrackt, solange das Feuer brennt. Und das ist wirklich eine absolut heftige Geschichte. Und wie ihr gerade gesehen habt, kann ich auch einen regulären Jump Tower anvisieren. Also würde das auch auf Maps wie Kings Canyon oder World's Edge extrem gut funktionieren.